Du willst zum Iron Drift King kommen? Im Laufe des Videos erfährst du, wie du die Chance hast, Karten zu gewinnen. Also dranbleiben! Hi, ich bin Markus, Mitbegründer und Organisator des Iron Drift Kings und ich erzähle euch in diesem Video, was euch überhaupt erwartet. Durch meine Aktivität in den letzten Jahren im Bereich des Motorsports, im speziellen Bereich des Driftens, ist über einen langen Zeitraum die Idee gewachsen, für Deutschland bzw. für Europa ein ultra krasses, phänomenales, spektakuläres und actionreiches Event auf die Bühne zu stellen. Und dadurch ist die Idee gekommen, den Iron Drift King zu veranstalten. Durch einen Besuch in Ferropolis, was ja die spektakuläre Kulisse für den Iron Drift King darstellt, haben diese zwei Ideen, dort was zu machen und den Iron Drift King an sich stattfinden zu lassen, eine Verschmelzung gefunden. Und ja, das ist der Iron Drift King. Der Iron Drift King bedeutet krassester Motorsport, krasseste Autos, krasseste Fahrer, bestes Essen an einem See auf einer Halbinsel, 3 Tage, unfassbar viel Spaß. Driften ist eine Motorsportart bzw. eine Mischung aus Actionsport, Extremsport und Motorsport. Das ist eine Sportart, in der es darum geht, das Wort Drift an sich wird geläufig sein, sein Fahrzeug quer zu bewegen. Das Driften im motorsportlichen Sinne ist eine Sportart, die durch Punktrichter entschieden wird. Da geht es um Winkel, Geschwindigkeit, Linie, auch zum Teil um die wichtige gehörige Portion Style, die man dann beim Fahren hat. Es gibt eine Linie, die wird von den Punktrichtern vorgegeben. Da gibt es sogenannte Clipping Points. Das sind Punkte auf der Strecke, innen oder außen, zu denen das Fahrzeug gebracht werden muss. Oder es sind Zonen, durch die das Fahrzeug gebracht werden muss. Meistens und vor allen Dingen bei uns immer an der Wand entlang im ganz nahen Abstand. Und wenn dort eine Qualifikation gefahren wurde, wo jeder Fahrer in 2 Versuchen diese perfekte Linie, die von den Punktrichtern vorgegeben wird, fahren muss, geht es dann für die Top-Platzierten in der Qualifikation in die sogenannten Battles, wo dann im K.O.-System in einem Zweikampf der Fahrer des Tages oder der Gewinner des Tages dann herausgefiltert wird. Bei den sogenannten Battles gibt es jemanden, der vorn wegfährt. Das ist der besser Qualifizierte und jemanden, der verfolgt. Und dann muss der Vordere wieder diese Qualifikationslinie fahren. Der Hintere muss kopieren, was der Vordere macht. Dann werden Plätze getauscht, es werden Punkte durch die Punktrichter vergeben. Und dann haben wir irgendwann eine super krasse Preisverleihung. Ganz viel Sekt und Champagnerregen, ganz viel Pokale. Und das sogar an diesem Wochenende, Freitag und Samstag in die Nacht rein. Voll krass. Das Ferropolis ist auch die Stadt aus Eisen genannt und die Stadt aus Eisen deswegen, weil es ist ein ehemaliges Tagebaugebiet. Der Tagebau wurde geflutet, das heißt, wir haben dort jetzt einen riesengroßen See, das ist der Greminer See. Wir haben die Halbinsel, auf der sich Ferropolis befindet, die in den See reingeht. Dort auf dieser Halbinsel befinden sich 5 unfassbar spektakuläre, riesige Tagebau-Großgeräte, die die Arena, die den zentralen Punkt ausmacht, wo sich auch unsere Rennstrecke drauf befindet, umsäumen. Wir haben dort das Museum, was an diese Tagebauzeit erinnert. Ferropolis an sich ist mitten in Deutschland gelegen. Wir haben Dessau als nächste Stadt, Berlin ist nicht weit, Halle, Leipzig, also in Mitteldeutschland gelegen. Und ja, ist ein Veranstaltungsgelände, parallel zu dem, dass es ein Museum ist, auf dem viele große, bekannte Festivals stattfinden und ist halt für uns eine perfekte Symbiose zwischen Natur, unserem Motorsport, dieser unfassbar verrückten Atmosphäre durch diese Tagebaugeräte, ja, die Stadt aus Eisen. Spannend. Wahrscheinlich das spektakulärste Wochenende deines Lebens. Es ist diese Mischung aus der Location, aus Ferropolis, mit der Arena, wo normalerweise die großen Bands auftreten, umgebaut zu einer Rennstrecke, die
aus über 600 Metern Betonwänden, an denen die Autos im Zentimeterabstand vorbeirutschen. Diese Kombination aus diesen Sachen mit gutem Essen, zwei Partyabenden auf einer ganz großen Bühne direkt am Strand, einer Carshow, Händlern, einer riesigen Boxengasse, wo die über 100 Teams natürlich ihre Fahrzeuge für die Rennen vorbereiten, du direkt ganz nah dabei sein kannst, mit den Fahrern reden kannst, quatschen kannst, den ganzen Tag Action auf der Rennstrecke mit Autos, die einfach unfassbar viel Leistung haben, unfassbar krass aussehen und nicht nur dastehen, sondern eben auch extrem krasse Action auf der Rennstrecke produzieren. Spannende Zweikämpfe, ja, dich erwartet ein absolut emotionsgeladenes Wochenende. Das ist, die Leute, die letztes Jahr schon am Start waren, können hundertprozentig nachvollziehen, wovon ich rede. Du kommst in Ferropolis an, parkst dein Auto ab, steigst in einen Zug, der dich zum Festivalgelände bringt oder zu unserem Veranstaltungsgelände bringt, gehst durch das Tor, stehst vor einer Rennstrecke, bam, Action, den ganzen Tag. Wenn du ein Festivalticket hast, geht für dich das ganze Wochenende schon am Donnerstag los. Der Donnerstag ist der große Trainingstag, bei dem alle Fahrer die Linie üben, sich auf die Qualifikation an den Folgetagen vorbereiten und einfach extrem viel Zeit damit verbringen, ihre Autos passend für die Strecke einzustellen. Aber eben an so einem Tag auch viel mehr Zeit haben, nochmal mit dir kurz zu quatschen, ein Foto zu machen, weil dort einfach noch ein bisschen gesetztere Stimmung ist, als wenn es dann in die Wettkampftage geht. Der erste Wettkampftag ist der Freitag. Dort finden die Iron Drift King Originals statt. Das sind die Fahrer, die von uns ausgewählt wurden, dass sie bei uns in diesem Wettbewerb starten dürfen. Da gibt es dann die Qualifikation, die Top 32 Battles, die Top 16 Battles. Das geht alles in die Nacht rein. Das heißt, wir werden wieder unter großartiger Beleuchtung die Finals fahren. Dann am Samstag finden dann die Drift Masters Läufe statt. Das ist die Europaserie Drift Masters Grand Prix, die mehrere Stops in Europa hat. Ein Stopp davon, der vorletzte, findet bei uns statt. Das ist dann der Samstag. Dort ist dann wieder volles Programm mit Qualifikation, Top 16, Top 32, geht wieder bis in die Nacht. Und an beiden Abenden, Freitag und Samstag, gibt es natürlich große Party auf einer tollen Bühne am Strand. Wahrscheinlich näher als bei irgendeinem anderen mir bekannten Motorsport-Event in dem Ausmaß. Du kannst dir das so vorstellen, wir haben dort Betonwände. Auf den Betonwänden sind Fangzäune, wie bei der Formel 1. Das ist derselbe Sicherheitsstandard. Und nicht mal 1,50 Meter dahinter kannst du sitzen. Du sitzt dort, während im Zentimeterabstand die Autos an der Wand an dir vorbeischreddern. Ja? Das ist einfach, du spürst das Adrenalin, was die Fahrer in sich tragen, während sie auf dieser anspruchsvollen Strecke um den Sieg kämpfen. Du kannst durch das Fahrerlager laufen, du kannst zu den Teams gehen, du kannst mit den Fahrern sprechen, mit den Mechanikern, du kannst Fotos mit den Leuten machen. Du bist einfach mittendrin vom Geschehen. Egal, ob es in den Breaks ist, egal, ob es bei einer Autogrammstunde ist, egal, ob es bei dem Rennen an sich ist, du bist mittendrin. Also näher geht's kaum. Wirklich. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wenn du das Festival-Ticket hast, dann hast du die Möglichkeit, bei uns auf dem Zeltplatz zu campen. Ganz normal, wie bei jedem anderen Festival auch. Zelt aufschlagen, du kannst dein Auto direkt neben deinem Zelt parken. Du kannst mit dem Wohnmobil kommen, mit dem Wohnwagen. Alles gar kein Problem. Du kannst natürlich auch, wenn du es ein bisschen komfortabler magst, haben wir auf unserer Internetseite auf www.irondriftking.de verschiedene Hotels, Pensionen und so weiter aufgelistet. Das heißt, einfach Zimmer buchen, dann mit dem Auto rübergefahren kommen, auf dem Parkplatz abparken. Und wie gesagt, egal ob Parkplatz oder Zeltplatz, wir haben den Shuttle-Zug. Ich muss nochmal betonen, dass es ein Zug ist, der dann dort hält und euch dann direkt zum Eingang auf das Veranstaltungsgelände fährt. Das heißt, Übernachtung, entweder Camping mit Zelt, Wohnmobil, wie ihr Bock habt. Strom gibt es keinen, üblicherweise bei den Festivals ganz normal. Aber wir haben Duschen, wir haben ganz normale feste Toiletten. Alles ganz unkompliziert. Und wie gesagt, wer es ein bisschen komfortabler mag, der geht einfach auf die Website.
sucht sich dort eine Pension oder ein Hotel aus und dann kommt er vorbei. Am besten was essen. Und zwar ist die ganze Food- und Getränkegeschichte für uns sehr wichtig. Das heißt, es gibt wie bei den anderen Festivals, die in Ferropolis stattfinden, auch bei uns so schöne Überseecontainer. Da gibt es verschiedene Essensstände. Es gibt zahlreiche Getränkestände, alles zu vernünftigen Preisen. Ja, Essen ist mir persönlich auch super wichtig. Deswegen gibt es da halt nicht nur eine gammelige Bockwurst, sondern was Cooles einfach. Ja? Also verhungern wird niemand und verdursten auch nicht. Wir haben das dieses Jahr alles ganz einfach gemacht. Es gibt das Festival-Ticket, das gilt von Donnerstag bis Samstag bzw. Sonntag. Das heißt, es hat ja das Zelten inklusive. Ihr müsst nicht dann Samstagabend euer Zelt abbauen und abhauen. Ihr könnt ganz entspannt am Sonntag bis 12 Uhr ausschlafen und dann nach Hause düsen, weil die Veranstaltungstage sind ja Donnerstag, Freitag und Samstag. Also das Festival-Ticket gilt von Donnerstag bis Sonntag, 12 Uhr. Sonntag findet nichts mehr statt, aber ihr könnt entspannt abreisen. Und es gibt Tagestickets für Freitag und es gibt ein Tagesticket für Samstag. Ganz unkompliziert. Camping allerdings nur inklusive vom Festival-Ticket. Ihr bekommt die Tickets am allereinfachsten auf www.irondriftking.de. Ihr könnt die aber auch in Facebook in der Veranstaltung kaufen. Ihr könnt auch zu jeder x-beliebigen Vorverkaufsstelle gehen. Ihr könnt die bei Eventim online kaufen. Bei Eventim gibt es auch die Möglichkeit, wie auch an den Vorverkaufsstellen, die Fan-Tickets zu bekommen. Das ist ein bedrucktes Ticket. Und wenn ihr dann eure Tickets habt, egal wo ihr sie gekauft habt, dann checkt ihr bei uns ein, kriegt ein schönes Festivalbändchen aus Stoff und dann kann es schon losgehen. Die Tickets für Kinder bis 14 Jahre kosten ein bisschen weniger als die Hälfte vom Normalpreis und Kinder von 0 bis 6 können kostenlos rein. Easy. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie ihr ein Ticket gewinnen könnt. Und zwar geht ihr jetzt ganz schnell auf Kommentieren und kommentiert dort mal eure 1, 2, 3 besten Freunde, mit denen ihr Bock habt, dorthin zu fahren. Und ihr müsst die Frage beantworten, ist nur eine Zahl, wie viele Fahrer insgesamt dieses Jahr beim Iron Drift King starten. Einfach in die Kommentare schreiben, eure Freunde verlinken. Wenn ihr Bock habt, natürlich auch das Video zu teilen, das wäre super cool für uns, was hilft uns auf jeden Fall. Ja, und sonst erzählt allen euren Freunden davon. That's it. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück beim Gewinnen. Und wer nicht so viel Glück hat und ein Ticket gewinnt, der holt sich halt eins, weil das größte Geschenk ist wahrscheinlich, diese Action mitzuerleben. Danke.